Ja, servus und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge Euro Truck Simulator 2 auf meinem Kanal. Falls du neu dabei bist, würde ich mich natürlich über ein Abo und ein Like sehr freuen. So, wir haben ein Guthaben von 103.000 Euro, wir brauchen Geld, wir sind eigentlich gut dabei, wir sind aktuell in Nürnberg, von Mannheim nach Nürnberg gefahren und haben jetzt natürlich hier ein Problem. Was machen wir als nächstes? Ich möchte im Prinzip, das ist nichts, Leute. Schon eine Herausforderung würde ich gerne mal haben hier. Das wäre eventuell hier Kartoffeln von Nürnberg nach Frankfurt am Main. Wird zwar nicht lange werden, 204 Kilometer nur, aber wäre Kombitransport. Und das werden wir heute machen. Zumindest anfangen. Ich denke mal, wir werden auch versuchen, das fertig zu machen. Gehe ich mal ganz stark von aus, aber mal schauen, wie es läuft. Vielleicht kommen wir gut durch. Ich hoffe, dass wir gut durchkommen sogar. Mal schauen. Ich bin gespannt. Total gespannt. So. Wir hatten den LKW gewartet. Hat ja nicht viel gekostet. Ich meine, das waren 40 Euro, die wir blechen mussten dafür. Okay, wir müssen 21 Kilometer fahren. Dann schaffen wir es definitiv nicht, in dieser Folge fertig zu machen. Dann werde ich da wohl zwei Folgen von brauchen. So, ich bin immer noch begeistert, dass ich das jetzt umgelegt habe. Die Blinker auf die Maus. Finde ich eine coole Sache. So. Davor musste ich immer die Tasten Ü und Stern suchen, um Blinker zu setzen. Jetzt kann ich es einfach mit der Maus, mit den Maustasten einfach machen. Finde ich cool. Sehr, sehr cool. So. 20 Kilometer noch. Dann haben wir den Kombitransporter zur Verfügung. Müssen rechts abbiegen. So. Sehr schön. Sind zwar jetzt 20 Kilometer ohne Fracht, aber gut. 20 Kilometer geht noch. Das ist besser als was weiß ich, wie viele Kilometer. Von daher, alles in Ordnung. So. Ich sehe nichts kommen, das heißt, wir können fahren. So, sehr schön, Leute, sehr schön. Dann bin ich mal gespannt, wie das mit dem Kombitransporter läuft. Ich bin echt total gespannt, ob wir das diesmal relativ gut hinkriegen oder eben nicht. Getankt haben wir auf jeden Fall genug. Der Tank ist fast voll. Für die, die 204 Kilometer reicht das definitiv. Nee, nicht Blinker setzen. Fahren. So. So, so, so. So, einmal hier drauf fahren. Dann holen wir uns die Fracht. So, sehr schön. Aufträge.
Wo ist er? Da. Kombi-Transporter. Gut, Hüttenkäse würde 16.000 bringen. Aber ich möchte den Kombi-Transporter hier haben. Und den nehmen wir auch. Wie gesagt, nochmal eine Herausforderung. Mal schauen, wie es wird. Bin gespannt. Ich bin tierisch gespannt. Ja gut, 204 Kilometer, das ist schon ein ganzes Stück. Kämpfer. Einmal aufsatteln. Und los geht die Willfahrt. So, ja. Gut, jetzt müssen wir natürlich gucken, dass wir auch hier überall rumkommen. Da müssen wir aufpassen. Das ist gut. Das ist ohne Probleme. Gut, das ist sowieso nichts. Von daher werden wir mal ins Innere des Fahrzeugs gehen. Ist sowieso Nacht, von daher. Gut. Ist sowieso Nacht, Leute. Zack, zack, zack. So, jetzt müssen wir gleich links abbiegen. Mal gucken, wie das wird. Vaterbus. Komm ich herum? Ja, Platz genug, Leute. Platz genug. Das sollte auf jeden Fall locker reichen. So. Gut, ich werde auf jeden Fall 2 Folgen brauchen. Von daher. Oh, rot, 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 rot. Anhalten. Danke. Zu stark gebremst. Egal. So, wir können weiter. Oh, jetzt gleich wird es interessant, so wie es aussieht. Leute, ich glaube, das könnte interessant werden. Ich weiß es nicht. Wir müssen, so wie es aussieht, da runterfahren. Also enge Kurve. Ich bin gespannt. So, sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Leute, das sieht gut aus. So.
Leute, das sieht gut aus. Bis jetzt zumindest, ne? Ich weiß nicht, wie es nachher aussieht, aber. Bis jetzt sieht es gut aus. Sehr schön. Wie gehen wir jetzt innere Leute? Hier sowieso nach, man sieht sowieso nichts. Ne? So. Wie viele Kilometer noch? 166 Kilometer, okay. Na gut, ich denke mal bei... Ich denke mal, wir werden noch so 40, 50 Kilometer schaffen, hoffe ich. Mal gucken. Dann werden wir den Rest in der zweiten Folge machen. In der nächsten, ne? Sollte, denke ich, kein Problem sein. Sollte, denke ich, kein Problem sein. So, ja, 142 Kilometer geht jetzt fix runter, Leute. Dann kriegen wir nochmal knapp 3000 Euro. Ja, 3354 Euro. Aber es geht. Es geht, Leute. Dann gucken wir mal, dass wir nochmal eine gute Fahrt machen, wo wir relativ viel Geld für kriegen. Dann sollten wir es eigentlich bald geschafft haben mit den 160.000, dass wir ausbauen können. Ja, zumindest relativ nice. So. Einmal hier rüber. Spurenwechsel. Ja, wir müssen nach Frankfurt am Main. Da steht es ja auch schon. Frankfurt, Köln, Mannheim, Frankfurt. Und wir müssen halt nach Frankfurt. Ja, so sieht's aus. So sieht's aus, Leute. Gut, 100 Kilometer noch knapp. Schaffen wir. Locker. Mit Sicherheit. Wir müssen noch ein bisschen einpacken, von daher ein bisschen Zeit haben wir noch, um Folge zu beenden. Auch nicht mehr lange. Nicht mehr lange, Leute. So. Gut. Ich denke mal, den Rest machen wir jetzt aber wirklich in der nächsten Folge. Sprich, morgen früh 5 Uhr geht es weiter hier mit der Fahrt. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, gerne liken und abonnieren. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge, sprich morgen wieder. Bis dann, Servus und Tschüss.